Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. So, ich musste mich hier gerade erleichtern, und zwar in alle Himmelsrichtungen. Das habe ich euch erspart. Das haben die wirklich sehr ekelhaft gemacht, muss ich sagen. Aber gut. Warte mal, ich will hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch ein bisschen was zu futtern finden. Wir sind weiterhin auf dem Weg Richtung Trader. Und schauen mal, ob wir unseren ganzen Stuff verkaufen können. Bin sehr gespannt, was wir rauskriegen. Dann werden wir das Geld natürlich noch auf die Bank packen. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was im Magen. Lecker Kaktusfeige. Und weiter geht's. So, ich hoffe mal, das wird jetzt ein bisschen helfen. Okay, weiter geht's. Wir müssen aufpassen. Oh, wenn jemand kommt, müssen wir sofort reagieren. Weil hier sind ja oftmals im Wald auch irgendwelche. Guck mal, da vorne zum Beispiel läuft einer. Wir müssen jetzt auch ein bisschen. Wir laufen einfach geradeaus, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir noch irgendwie auf einem. Da ist auch einer. Dass wir irgendwie auf dem Weg kommen. Da vorne ist der Weg. Da will ich hin. Hier ist auch ein Weg. Da ist der Weg. Jawohl. So. Es läuft sich dann gleich viel besser. Okay, war das da schon der Trader? Nee, das ist, glaube ich, noch was anderes. Kenne ich das überhaupt? Ah, ich glaube, ich kenne die Seite ja noch gar nicht. Wir sind ja von der anderen Seite gekommen beim letzten Mal. Deswegen kenne ich hier die Bude noch gar nicht. Da müssen wir jetzt. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier so Feines gibt. Können wir direkt noch Sachen looten, gleich mitnehmen. Trader ist da ganz oben. Oh, das ist. Hier ist aber auch schön, ne? Hier hätte ich mich ja auch platzieren können. Obwohl, die Bude ist die gleiche wie bei mir. Ärgere mich gerade. Vielleicht sollten wir umziehen. Scheiß auf die Foundations. Guck mal, hier ist sogar ein Klo. So. Nein. Nee, will ich. Okay, lass mal gucken. Oh, hier ist sogar eine Werkbank, Leute. Oh, und da unten ist das Wasser. Ey, wie schön ist das hier denn? Was? Kann man die Kisten eigentlich aufnehmen? Was ist denn das hier? Nehme ich? Eigentlich brauche ich das alles nicht. Nee, kannst du behalten. Hier hätten wir eine komplette Werkbank. Hier haben wir noch ein Haus. Noch ein Telefon, was wir verkaufen können. Vielleicht kriegen wir ja sogar Geld dafür. Mal gucken. Noch ein Schloss. Ich bin jetzt gerade wirklich unsicher, ob das die beste Idee war, bei uns zu sein. Obwohl ich unser Haus eigentlich auch cool finde, aber guckt euch mal bitte die Location an. Hä, wie cool ist denn das hier? Wir haben hier auch Olivenbäume. Da gucken wir gleich mal. Hier haben wir eine Latrine. Polizeimütze, Baseballkappe. Ich möchte lieber meine Mütze anziehen. So. Hier kann man sich zwar nicht hinsetzen, aber wir können so tun, als ob. Aber wir bauen uns ja bestimmt selber noch irgendwie ein Klo. So, guck mal, und dann haben wir hier auch diese Olivendinger.
und können richtig schön was futtern. Das machen wir jetzt auch. Alle vier essen wir jetzt. Ja. Sehr nice. Also, ich muss sagen, dass mir das hier richtig gut gefällt. Guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Das ist ja wohl ein Traum. Soll ich umziehen? Was meint ihr? Ist das besser, hierher zu ziehen? Hier haben wir unsere Ruhe, hier ist keiner. Obwohl, nein, wir haben bei uns haben wir die Stadt. Wir haben die Stadt. Und wenn wir ein Auto haben, ist es eigentlich völlig egal. Jetzt ist es natürlich noch weit mit der Schubkarre und so. Aber wenn wir ein Auto haben, kommen wir ja schnell hierher. Aber schöner ist es hier schon. So, wo sind wir? Immer geradeaus. Let's go. Immer den Weg lang. Oh Mann. Nein. Ich habe 11 gedrückt. Ah, sehr schön. Guck mal da unten. Voll schön. Ist echt weit, ne? Oh Mann. Oh, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen zu gucken, wie viele Räder wir für unseren Wolfswagen brauchen. Shit. Wie viele Räder hat der gehabt? Muss kurz anhalten. Oh mein Gott. Wie viel hatte der gehabt? Ich glaube, dem fehlten mehr Räder als bei dem Leica. Also da waren noch weniger Räder dran als beim Leica. Er hatte natürlich auch keinen Motor, darum geht es ja jetzt auch. Motor müssen wir auf jeden Fall kaufen. Wagenheber. Oh Gott. Tja, keine Ahnung. Dann glaube ich, werde ich einfach mal nach der Folge dann nochmal oder zwischendurch einfach nochmal schauen in die Folge, wo wir das Auto gefunden haben. Und dann gucke ich da nochmal rein, um zu erfahren, was wir benötigen. Warum ruckelt das gerade so übel? Was ist da los? Halt. Da war gerade die Codierung überlastet bei OBS. Keine Ahnung, was da gerade los war. Okay, wieder kurze Pause. Oh mein Gott, ist das weit. Oh! Oh Scheiße. Warum sagt ihr denn nichts? Oh nein! Ich laufe die ganze Zeit in die verkehrte Richtung. Was? Oh mein Gott! Ich laufe die ganze Zeit in die verkehrte Richtung. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, toll. Naja, haben wir mal einen schönen Ausflug gemacht. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Hier ist ein Ort. Wollen wir da sonst noch mal einen kurzen Abstecher machen? Wenn wir schon hier sind. Ja, come on.
Also, wenn wir schon hier sind, Leute, dann gehen wir da jetzt auch gleich hin, oder? Das ist ja Quatsch. Oh, was für eine Scheiße. Oh no. Das ist wie der Orientierungsklaus. So, guck mal, hier ist ein kleiner Ort, da gehen wir jetzt hin. Und dann müssen wir den ganzen Weg zurückeiern. Ach du großer Gott. Naja, gut. Läuft. Aber vielleicht haben wir Glück und finden hier ein funktionales Auto. Das wäre natürlich großartig. Schon wieder der Kodierer. Ich entschuldige mich dafür, wenn es hier ruckelt. Weiß nicht, was da los ist. Hatte ich sonst eigentlich nicht das Problem. Allerdings hatte ich irgendwo irgendeine Schattenqualität oder so erhöht in den Grafikeinstellungen. Ich weiß gar nicht warum. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ich glaube, das nehme ich mal direkt wieder raus. Nehme euch mal kurz mit. Das war hier irgendwo. Da habe ich gesehen, der ist auf. Hier, Nebelqualität. Nehmen wir wieder. Wir haben zwar keinen Nebel, aber jetzt mache ich wieder runter auf Medium. Und wir brauchen auch keine unfassbar geile Schattenqualität oder irgendwelche Wolkenauflösung. Auf irgendwelche krassen Wolken. Das ist schon alles okay so. Das frisst nur unnötig Ressourcen. So. Ja, das ist okay. So, ganz kurz ausruhen. Wie weit ist es noch? Boah, das ist viel zu weit weg, ne? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, wenn wir hier durch den Wald laufen. Dass uns da Leute irgendwie über den Haufen semmeln. Was habe ich getan? Warum renne ich denn in die falsche Richtung? Was ist da los? So, erstmal die Gestütze, damit die Ausdauer wieder hochgeht. Ja, schön hier, ne? Guck mal, da vorne ist die Straße. Vielleicht können wir hier einfach runterlaufen. Machen wir auch. Da vorne sind, glaube ich, Häuser. Wir laufen hier quer durch. Das ist eine gute Idee. Einmal hier runter, bitte. Ah ne, da hinten sind die Häuser. Okay, das war jetzt eine doofe Idee. Das war eine saudumme Idee. Oh Mann, oh nein, oh Gott. Okay, wir laufen geradezu. Hier ist es halt schwerer für mich zu fahren, ne? Ah, hier ist die Straße, okay. Gut. Leute, Leute. Das ist ja wieder aufregend hier mit euch. Oh, guck mal da vorne, wie schön da. Guck mal, da ist Mais. Oh, hier ziehe ich hin. Das ist schön. Am Arsch der Welt. Wir werden jetzt diesen Ort hier einmal erkunden. Und ich hoffe, dass wir richtig Glück haben jetzt und hier ein funktionstüchtiges Auto finden. Wenn das, also das wäre natürlich jetzt. Das wäre mega krass, wenn wir uns hier verfahren oder ich mich verfahre und dann am Ende ist es eigentlich nur ein Glück. Weißt du? Das wäre super cool. Mal kurz warten. Dann nehmen wir auch noch Mais mit da oben, wenn wir da noch mal, wenn wir gerade hier sind, können wir auch gleich Mais mitnehmen. Hier noch Oliven. Boah, ich hoffe, wir finden was. Da steht ein Auto, aber das wird nichts für uns sein. Oh Gott. Oh, da steht aber noch ein anderes Auto. Okay. Wait. Jetzt müsste so die Schubkarre kaputt gehen. Und alles drin, was wir haben. Alles. Einfach alles. Der komplette Hausstand. Steh da auf. Hallo? Stehst du jetzt mal auf, oder was? Hä?
Was war das denn? So, weiter geht's. Guck mal, da steht tatsächlich ein Auto, welches wir, glaube ich, oder? Okay, warte. Daumen drücken, Leute. Nada. Es ist ein Volkswagen, es ist wieder ein rotes Auto, es hat vier Reifen. Wir brauchen nur einen Motor. Das kann auch nicht wahr sein. Leute, ich brauche einfach nur so einen scheiß Motor. Draht nehme ich mit. Oh mein Gott. Mann. Oh, das ist so ärgerlich, ne? So, das ist ein ziemlich großes Haus. Und das da, da gehen wir dann einmal rum. Müssen wir sowieso noch zum Meister hinten. Oh Leute, das ist echt so, guck mal, jetzt haben wir wieder so einen coolen Volkswagen hier mit vier Rädern. Ach ja. Tankpans mitnehmen. Ich verkaufe einfach alles. Ich verkaufe einfach alles, was es hier gibt. Oh, das ärgert mich, ne? Ah, dammit. Was haben wir hier? Geld haben wir. Kalium-Jodid-Pillen. So, hier geht's nach oben. Irgendwo wird schon Buddy sein, der uns versucht zu attackieren. Ich gehe gleich nach ganz oben, dann gehen wir ins zweite. So. Was haben wir? Habit ein nehme ich mit. Aber irgendwer hat gesagt, da kriegt man kein Geld für, ne? Oh, Nägel. Okay. Sturmhaube? Yeah. Let's go. So, dann nehmen wir erstmal das hier alles mit. Oh, nice. Aber das behalte ich. Das behalte ich. Das ist meins. Okay. So, hier war noch irgendwas. Money, money, money.
Ja, das können wir auch verkaufen. Das will ich nicht aufsetzen. Mach das weg. Wo ist meine Polizeimütze? Ich will diesen komischen Dutt loswerden. Siehst du, da können wir auch noch mal gucken, was so ein Friseurbesuch kostet. Da war ja ein Friseur. Vielleicht können wir dort diese dusseligen Haare loswerden, weil ich nicht drauf geachtet habe beim Erstellen des Charakters. Ich dachte, ich habe irgendwie einen Zopf oder so. Aber nein. Nüscht. Eine krasse Oma-Frisur. Okay, passt ja eigentlich auch zu mir, aber prinzipiell, ne? Oh, Möhrensamen. So. Alright. Nice. Gib mir meine Nägel. Habe ich die anderen Nägel? Warte mal, ich muss mal das Zeug, was ich behalten möchte, hier unten reinmachen. Nägel natürlich auch. Das bleibt da alles oben. Getränk würde ich jetzt einfach auch mitnehmen, ne? Wieso passt das hier nicht rein? Ja, gut. Ach so, und die Pillen behalte ich auch. Eine Packung Posen. Was sind eine Packung? Was ist Posen? Was war das nochmal? Ersatzposen fürs Angeln. Ach so, das heißt Posen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wie Angeln funktioniert. Trainingshose noch mit rein. Auf jeden Fall wird verkauft, obwohl die eigentlich ganz, ganz nice ist, auch für uns. Okay, gut. Ich glaube, wir sind ready hier. Hier können wir raus. Das Haus ist clean. Jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwo noch eine Garage finden. Und am besten auch eine. Nicht nur eine Garage, sondern. Aha. Warte. Nicht nur eine Garage, sondern ein Motor. Aber wir haben kein Glück. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir den gesehen haben, ehrlich gesagt. Wir hatten mal einen Motor gefunden in der Garage, aber ich weiß es nicht mehr, Leute. Seitenschneider wird verkauft. Rasierklinge auch. Bleiplatte. Kann man die auch verkaufen? Ja, ne? Gummiband. Schade. Sehr, sehr schade. Oha. So, erstmal zumachen. Gefährlich. Schießpulver. Okay. Das können wir, glaube ich, gebrauchen, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir irgendwie selber noch Patronen herstellen. Können wir ja auch in der Werkbank. So, nach oben gehen wir gleich. Liegt hier einer? Die wollte ich eigentlich nicht ausrüsten. Die können wir gerne verkaufen. Essen wäre nice. Wir werden uns gleich noch ein bisschen Mais oder sowas reinzimmern, wenn wir hier noch was finden. Beanie-Mütze, Autofahrerhandschuhe. Okay, dann einmal noch nach oben. Da wird auf jeden Fall jemand sein. Das könnte ich wetten.
Geht noch weiter hoch. Oha. Haarklammern. Seife. Schloss können wir verkaufen. Ich bräuchte jetzt mal ganz kurz meinen. Oh, noch ein paar von den Dingern hier. Ich bräuchte noch mal kurz meine Schubkarre. Das will ich nicht. Oh mein Gott, wie viel Zeug ist denn hier? Piratenhut. Okay. Reicht jetzt. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Looten, Leute. Also, ich gehe jetzt noch einen hoch. Vermöbel den Menschen, der da ist. Zombie. Was ist das? Feuerzeug. Was für ein Riesenhaus. Hier war ich gerade, ne? Nee. Sag mal. Die kann ich nicht mitnehmen. Das brauchen wir alles. Ich muss das haben. Okay, wir packen jetzt erstmal gleich alles um. Ich habe jetzt, seitdem ich dieses Spiel spiele, noch nicht ein einziges Mal irgendwas zu essen gefunden in irgendeinem Kühlschrank oder Wasser in einem Brunnen oder sonstiges, ja. Nüscht. So, diesen Knurrtypen müssen wir, glaube ich, erstmal wegmachen. Muss irgendwie Nahrung finden. Wenn wir Mais finden, dann haue ich mir den gleich rein. Jetzt hier raus. Sind wir ganz oben? Unten? Ja, hier war der, ne? Okay. So, dann packe ich erstmal alles in die Schubkarre. Und dann gehen wir den Weg wieder zurück. Bolzen. Okay. So, okay, nice. Oder auch nicht, denn wir haben keinen Motor und wieder mal einen Wolfswagen gefunden. Es ist nicht einfach. Da ich jetzt auch wieder keine Reparaturkit bei habe, kann ich auch die Reifen nicht abbauen. Aber da wurde ja auch ge gesagt, dass man nur mit einem Wagenheber auch die Reifen anbauen kann. Das heißt, wir müssen sowieso einen Wagenheber kaufen. Und wir brauchen Reifen, aber ich weiß nicht, wie viele. So, das machen wir erstmal hier. Ich packe jetzt erstmal den ganzen Schnulli hier rein. Alles, was verkauft wird, mache ich hier rein. Polizeimütze 94 und 89. Kann weg. Kann weg. Tankpants will ich alles nicht. Weg damit. Diese ganzen Hüte und Mützen. Die Trainingshose würde ich behalten. Das kann auch weg. Handy kann weg. Seitenschneider. Das. Das hier. Bleiplatte will ich auch loswerden. Geld. Ja, weiß nicht. Das behalte ich. Schießpulver behalte ich auch. Warte mal, das kann da noch rein. Das. Das. Das behalte ich. Getränk behalte ich. Das können wir uns noch reinzimmern. Das will ich alles behalten. Okay. Geld. Inventar öffnen. Das Geld. Kann man das so stacken oder muss ich das jetzt wieder irgendwie. Das ist irgendwo im Rucksack drin. War das hier? Keine Ahnung. Wir lassen das jetzt erstmal hier, ne?
Ich packe sie in meine Sporantasche. Ganz ehrlich, die Scheißhose können wir auch wegmachen. So. Das behalte ich. Federn. So. Okay, nice. Oder auch nicht. Wir fahren jetzt einmal hier rum. Zu dem Haus da oben. Dann dahin, gucken nach dem Mais. Und dann fahren wir den ganzen Kackweg wieder zurück. So. Aber wenigstens waren wir dann schon mal hier. Haben das Ganze gelootet. Warte, den muss ich hier noch mitnehmen hier. War ich hier schon? So, dann fahren wir jetzt da hoch. Wir haben so viel Stuff. Oh mein Gott. So, hier fahren wir jetzt hoch. Da ist auch eine Garage. Oh Gott, ey, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ich wünsche so sehr, wir würden einen Motor finden. Oh mein Gott. So. Scheiße. Ich hab die nicht gehört, die Alte. Hab die nicht gehört. Jetzt bin ich verletzt. Mist. Ich habe mich voll erwischt, die Tante. Okay, wie sieht's aus? C1, leerer Magen. Okay, nice. C1. Haben wir hier irgendwo was zu essen? Geh ich erstmal hier rein. Oh Mann. Eine Tür! Ich habe eine Tür. Kofferraumklappe. Oh, eigentlich wäre der Wagen perfekt, Leute, oder? Die lassen wir jetzt hier stehen. Was ist denn das? Passt diese Kofferraumklappe hier rein? Nein. Passt die in meine Schubkarre? Ich müsste die eigentlich mitnehmen. Geld. Oh, ein Tomato. Passt die in meine Schubkarre rein. Guck mal. Nicht mal ansatzweise, ne? Oder? Warte mal. Kann es sein? Warte mal, ich mach mal die weg hier. Ne. Also ich glaube schon, dass die reinpasst. Aber, nö. Und ohne dieses andere Teil kann ich die auch nicht. Ja, scheiß drauf, Leute. Das, im Notfall. Ich esse mal kurz die Tomate. Oder? Leicht verdorben, ja, leicht verdorben geht. Essen. Im Notfall müssen wir uns so ein Ding spawnen. Also ich versuche jetzt noch einige Sachen. Wenn es gar nicht funktioniert, dann machen wir das halt. Oh Gott, ich hätte fast nicht da reingeguckt. So, sechs Nägel, nice. Wir brauchen für das Blumenbeet, nicht für das Blumenbeet, sondern für allgemein für das Beet, brauchen wir Nägel. Gar keinen Bock hier reinzugehen gerade, ne? Hier ist sowieso nur Scheiße drin.
Ich habe wirklich keinen Bock, da reinzugehen. Wir gehen jetzt auch nicht da rein. Wir werden jetzt weiterfahren. Denn alles, was ich bräuchte, wäre in der Garage drinne, garantiert nicht im Haus. Hallo? Und da die Folge eh vorbei ist, werden wir in der nächsten Folge zurückfahren. Ich denke mal, ich werde so zwischen den Folgen jetzt in die Hälfte des Weges vielleicht alleine laufen, damit das nicht ganz so langweilig wird. Kleinen Cut also machen. Und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Wird irgendwie dunkel, ne? Kann das sein? Es wird Abend. Krass. Ja. Ja, der Trader ja bestimmt bald zu, ne? Toll. Wir kommen wieder an und der Trader hat zu. Oh ja. Was ein. Ach nee, du sollst nicht. Hör auf, wegzuspringen immer. Ich wollte eigentlich hier rum. So. Wir zum Beet. Hier war irgendwo ein Beet mit Mais oder so. Da will ich hin. Ja, das werde ich jetzt tun und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn ihr Bock habt. Darauf freue ich mich sehr. Da will ich hin. Und dann geht's weiter hier in dem Wahnsinn. Und naja, mal gucken. Was ist das denn? Ist das Wein? Keine Ahnung, was auch immer das ist. Ich werde es jetzt looten. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.